Hallöchen und willkommen auf unserem Kanal zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Life is Strange, der Titelbildschirm verrät es bereits. Ein weiteres Spiel, in dem man viele Entscheidungen treffen muss, ob man will oder nicht, weil teilweise sind es echt extrem harte Entscheidungen, emotionale Entscheidungen, bei denen selbst ungelogen harte Typen einfach anfingen zu heulen. Das muss ein Game echt erstmal schaffen. Ihr dürft gespannt sein, ob das bei mir auch passieren wird. Man weiß es nicht. Ich hoffe nicht, vielleicht doch. Mal gucken. Einige Parts aus dem Spiel kenne ich von anderen Let's Plays und bin total begeistert von dem Spiel und richtig angefixt und freue mich riesig, dass endlich die Limited Box bei mir angekommen ist. Ich wollte extra warten, dass die CD-Fassung bei mir zu Hause erscheint. Lasst es einfach auf euch wirken. Ich hatte gestern schon einen Take gemacht, der war leider komplett unbrauchbar, weil diverse Spuren schlichtweg voll zerstört waren, war meine eigene Schuld und der gute Techniker hatte leider Feierabend, war ein bisschen blöd gelaufen. Soll uns aber nicht weiter stören, lasst uns einfach beginnen, auf in das kleine Städtchen Arcadia Bay. Extrem windig ist es hier vor allem. Es ist sehr laut gerade. Wir spielen dieses Mädchen, Max Caulfield heißt die Gute, zarte 18 Jahre alt. Und wir gehen mal Richtung Lighthouse, damit wir hier dem ganzen Wind, Regen, den ganzen Gefahren, die hier lauern könnten durch abgebrochene Äste und lauter solche Sachen, ein bisschen entfliehen. Krass. Alter. Alter, was für ein Sturm. Ach du Scheiße. Guckt euch das an, ey. Ach du Scheiße. Da ist das kleine Städtchen Arcadia Bay. Da spielt sich, glaube ich, eigentlich alles so weit ab. Kleine Küstenstadt. Fischerdorf, wie auch immer. Blackwell Academy 1910. Da ist ein Totenschädel und zwar ist der. Wo ist der? Ist das der. Ne, ist nicht der Leuchtturm, oder? Egal. Wir gucken, dass wir hier rauskommen. Holy shit. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Das ist echt übel. Ich mag den Grafikstil. Ich finde den echt. Ich finde den schön. Ich finde den einfach schön. Oh Gott! Lauf! Nein! That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that Anybody? Sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? Das ist zwar echt frankly, it's bullshit. Interessant. Man kann ja unten mitlesen. Das dazuhören, das dauert viel zu lange jetzt einfach. Ne? Also wer Lust hat, der kann das jetzt einfach so zwischendurch mitlesen. Es ist normaler Unterricht im Endeffekt und man merkt halt so ein paar Sachen, wie die Charaktere drauf sind und so. Aber das werden wir auch anderweitig gleich noch erfahren.
She had a brilliant eye. Deswegen schauen wir uns erstmal ein paar Sachen an. She could have taken another approach. Wie zum Beispiel das Foto. I have to admit, I'm not a look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? Das ist doch cool. I can hear the class laughing at me now. Ich finde das super. Ah, hier fehlt irgendwie gerade ein Stück. Ach nee, das ist gerade schon Dialog wieder von draußen. Big okay. Fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victor. Schauen wir mal hier rein. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Ich glaube, fast jeder hat zu Hause in irgendeiner Schublade noch so ein altes, bekritzeltes Teil. Könnte ich wetten. So, immer noch den Rucksack. My little camera bag is battered, but still kicking. Achso. We've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. Das Tagebuch. Shame, shame. I haven't kept up with my journal as much as I should. Lesen. If anybody else looked at this, what would they think? 1. Oktober. Mein Lieblingsmonat. Das beste Wetter des Jahres. Ich liebe den Farbwechsel der Blätter und wie sie zu kleinen Flammen werden. Es ist immer noch so heiß. Danke, globale Erwärmung. Und ich kann Pullover und Gruselfilme noch nicht auspacken. Aber bald. Kate hat mir The October Century von Ray Bradbury geliehen. Ich kenne nicht viel von ihm. Warren hätte mir deswegen fast meinen Geek-Titel aberkannt. Battle Royale war meine Rettung. Aber er beschreibt die herbstliche Atmosphäre in den Kleinstädten perfekt. Das letzte Mal habe ich mich an Halloween mit Chloe verkleidet. Ich habe irgendwo noch Bilder. Ich sollte zu einer richtigen Halloween-Party gehen, um mich unter die Leute zu mischen. Das oder im Vortex-Club mit dem Strom schwimmen. Lieber sauf ich ab. Du bist so witzig, Max. Wenigstens versuche ich, aus mir herauszukommen. Ich kann nicht erwarten, dass sich mein Leben nach ein paar Wochen Blackwell Academy völlig verändert. Wie meine Eltern so gern sagen, du hast alle Zeit der Welt. Und ich muss sagen, die Eltern haben damit eindeutig absolut recht. Ich find's ja ein bisschen cool, dass sie tatsächlich in das Tagebuch reinschreibt, auch Sachen wie, du bist witzig, Max. Schön. 10. Juli 2013. Ich wurde an der Blackwell Academy angenommen. Wenn Worte tanzen könnten, wäre dies ein Rave, obwohl ich nie auf einem war. Aber wen kümmert's? Ich kann an die Blackwell Academy. Ich dachte nicht, dass ich so aufgeregt sein würde. Immerhin habe ich früher in der gleichen Stadt gelebt. Aber als ich die Nachricht des Stipendienprogramms sah, fühlte ich, wie mein Puls sich beschleunigte. Ich dachte, es würde... Verzeihung, danke fürs Spielen? Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich alles las. Ich wollte den letzten Moment seliger Unwissenheit auskosten. Dann sah ich die ersten Worte. Gratulation. Und schrie. Mama hat geweint und Papa gelacht. Die beiden sind so komisch. Aber sie sind glücklich und müssen mich finanziell nicht im Blickwill unterstützen. Das bedeutet neue Klamotten und wenn ich alles richtig anstelle, einen neuen Laptop. Oh, ich muss es mir in Großbuchstaben weiterhin sagen. Ich kann an die Blackwell Academy. Es ist soweit. Ich ziehe von Seattle zurück nach Acadia Bay. Leute gehen normalerweise auf eine Highschool nahe an ihrem Zuhause. Ich auch irgendwie, ich habe nur 5 Jahre lang nicht dort gewohnt. Von all den Fotografiekursen suche ich mir den kleinsten aus, in einer Stadt, die ich gerne hinter mir ließ. Vielleicht wollte ich die ganze Zeit zurück, nur um zu sehen, ob Chloe und ich überhaupt noch Freunde sind. Ich wünschte, sie hätte mit uns nach Seattle ziehen können. Die Stadt ist wie für sie gemacht. Wann immer wir Pirat spielten, war Seattle diese ferne, sagenumwogene Insel voller Schätze und Abenteuer, nach der wir immer suchten. Nur eben mit Coffeeshops. Aber Seattle war kein Märchen, ganz im Gegenteil. Jetzt scheint mir Blackwell exotischer als jeder andere Ort. Fotografie unter Mark Jefferson zu studieren. Ein Traum. Und die Schüler werden von überall herkommen. Es wird nicht wie in einer Highschool hier. Ich lag nie auf einer Wellenlänge mit meinen Mitschülern. Oder Jungs. Bäh. Glücklicherweise hatte ich ein paar tolle Freunde, aber es wird Zeit zu verschwinden. Vielleicht stellt sich Acadia Bay als die Insel der Schätze und Abenteuer heraus, nach der ich gesucht habe. Viel zu lesen, stelle ich fest, auf jeden Fall. Ich denke mal, das wird im Laufe des Spieles, denke ich mal, weniger. Ich meine, wir müssen... Es sind jetzt 8 Seiten und die knüppeln wir jetzt tatsächlich auch einfach durch. Das kostet zwar ein bisschen Zeit. Man kann ja selber lesen, Pause drücken, weitermachen, wie auch immer. Das könnt ihr euch selber aussuchen. Ich selber möchte es tatsächlich ganz gerne lesen, um ein bisschen mehr in die Story einzudringen, wenn man so will. Die Story zu penetrieren. Nein. Der reine Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie viel Mist ich besitze, bis ich packen musste. Mama und Papa freuen sich ein bisschen zu sehr, dass ich mein Zimmer räume. Allerdings hat Mama beim Packen der T-Shirts geweint. Ich hätte am liebsten selbst geweint und wäre in Seattle geblieben. Statt zu packen, möchte ich meine Klamotten verbrennen.
und im Secondhand-Shop eine komplett neue Garderobe für das neue Schuljahr raussuchen. Nicht, dass ich im Moment nicht viel im Schrank hätte. Niemand hier außer Chloe kennt mich und wir könnten uns sehr verändert haben. Ich kann mir eine neue Frisur oder ein Tattoo zulegen. Oder mit einem süßen Austauschkünstler aus Paris oder Rom ausgehen. Ich könnte eigentlich alles tun. Außer ich fliege auf. Und so viele Möglichkeiten, meine Fotos auszustellen. Das macht mir Angst. Aber ich bin auch aufgeregt. Und dann ist mir nicht mehr nach Weinen zumute. Ich bekomme Gänsehaut und merke, dass sich mir eine ganz neue Welt eröffnet. Ich kann es kaum erwarten. Ich möchte nur, dass es in Blackville anders läuft. Noch weiter. 2. September. Mein erster Eintrag aus meinem neuen Zimmer vorm ersten Schultag in Blackville. Puh, ich hatte keine Zeit zu schreiben oder Fotos zu machen, seitdem ich hier ankam. Mein Krempel ist in Kisten im ganzen Zimmer, das klein, aber meines verteilt. Ich will hier nie weg. Ich will dekorieren und ich will die ganze Wand voller Fotos. Ich habe ein paar meiner Mitbewohner getroffen, kann mir aber keine Namen merken. Was soll's, ich kann aber schon sehen, wer cool ist und wer nicht. Es ist ätzend, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, wenn ich gerade gute Freunde in Seattle gefunden habe. Aber jetzt bin ich hier und mein neues Leben beginnt. Gute Nacht. Einen Tag später. Blackville ist scheiße. Ich hatte nicht vor, so früh rumzuheulen, aber verdammt. Der Tag begann wie Weihnachten. Kaum geträumt vor Aufregung, den ersten Tag meines neuen Lebens zu beginnen. Ich Dussel wusste nicht, was ich anziehen soll und nahm einfach das, was auf dem Boden lag. Ich kann mir keine Namen und Gesichter merken. Hängen geblieben sind aber Kate, Brooke, Taylor und Alyssa. Und wie könnte ich Victoria Chase vergessen? Reich, stylisch, verwöhnt. Ich konnte ihre Verachtung regelrecht spüren, als sie mich mit meinen schäbigen Sachen sah. Als sei ich für eine Modenschau nach Blackville gekommen. Vielleicht bin ich ja hypersensibel, aber ich glaube, Victoria sieht das Leben als eine ihrer Reality-Shows. Bäh. Das war schon wegen meinem sozialen Unbehagen nicht lustig. Ich dachte, wieder hier zu sein wäre einfacher. Wehe, Max. Falsch übersetzt. Es war unglaublich, im Morgendunst über den Campus zu laufen. Ich liebe die Steinstufen und die Backsteinmauern. Alles wartet nur darauf, fotografiert zu werden. Apropos, eine gute Sache ist doch passiert. Jeffersons Fotografieunterricht. Es gibt noch mehr zu erzählen, doch ich bin erledigt. Verzeih mir, Tagebuch. Hab jetzt schon massig Hausaufgaben. Scheiße. Gebt uns doch einen Tag zur Eingewöhnung. Aber als Beweis, dass ich kein totaler Loser bin, habe ich in Naturwissenschaften einen neuen Freund gefunden. Sein Name ist Warren Graham. Und er ist ein echter Geek, düster und witzig. Er ist ein Besserwisser, aber weiß auch echt viel. Wir haben über Fotografen geredet und nannte tatsächlich einige, die mir bekannt waren. Wir haben Nummern ausgetauscht und er wird mir ein guter Studienpartner sein. Oder ein guter Freund. Ich brauche mindestens einen, so wie das hier mit Klicken aussieht. Ich dachte, mit 18 müsste mich Teenager-Drama nicht mehr kümmern. Falsch. Wenigstens kann ich als Hausaufgabe berühmte Fotografen recherchieren. Jefferson hat uns viel zum Lesen aufgetragen, aber genau das will ich auch lernen. Er ist echt super cool und super entspannt. Er versucht nicht hip zu sein, sondern sagt, was er denkt und erwartet das Gleiche auch von uns. Er ist ein Genie. Ich will ihn heiraten. 15. September. Die Hausaufgaben machen mich fertig. Die Lehrer verteilen wohl schlechtere Noten, damit man sich nicht besonders fühlt. Aber Victoria und ihr Trupp tun so, als seien sie die geehrten Gäste Blackwells. Die Jungs sind nicht besser. Nathan Crescott ist Victorias männlicher Klos. Noch reicher und eingebildet, wenn das überhaupt geht. Seine Familie ist die älteste in Arcadia Bay und schon als Kind habe ich Geschichten über sie gehört. Die Prescotts haben krass viel Geld in Blackville investiert und Nathan tut so, ob gehöre die Schule ihm. Gestern hat er im Unterricht die Füße auf den Tisch gelegt, getextet und der Lehrer hat nix gesagt. Ich wäre suspendiert worden, aber er und Victoria gehören ja zu diesem doofen elitären Vortex-Club, der tolle Fäden schmeißt, also kommen sie damit durch. Lang lebe der König und die Königin. Ich will nicht alle mies machen. Ich mag Kate Marsh, sie wohnt auch hier und ist in einem meiner Kurse. Sie ist so hübsch und lieb und nett. Das macht sie viel hübscher als die Mischstücke wie Victoria, die glauben, dein Gesicht und dein Outfit sind alles, was zählt. Ihr Drama hat mich bereits angesteckt. Schluss damit. Und der 23. Heute konnte ich mich endlich auf dem Campus umsehen. Perfekter, klarer Himmel. Ich vergesse immer, wie gut ich mich dabei fühle, nach dem Faulenzen Bildern zu schießen. Apropos Bilder, Jefferson möchte, dass wir am internationalen Fotowettbewerb Helden des Alltags teilnehmen. Dem Sieger winkt eine Reise nach San Francisco und viel Aufmerksamkeit. Jeder Schüler soll nur ein Foto einreichen, genau deswegen bin ich nach Blackwell gekommen und natürlich schiebe ich Panik. Wenigstens sind es noch ein paar Wochen bis zum Abgabetermin im Oktober. Noch viel Zeit zum Stressen und Aufschieben. 30. September? Ich weiß nicht, ob ich es hier hasse oder liebe. Ich versuche in Naturwissenschaften mitzuhalten, als ob es mich jucken würde, ob ich irgendwas wüsste. Zum Glück gibt es da Warren. Wenn er nur als Klon meinen Platz einnehmen könnte. Mrs. Grant ist viel cooler als die Klasse. Sie erklärt Teilchenphysik so, dass selbst ein Holzkopf wie ich es ein bisschen versteht.
Ich mag es, wie sie Gesellschaft und Wissenschaft verbindet. Sie geht das Leben engagiert und passioniert an, anders als einige andere hier. Aber ich versuche, mehr teilzunehmen, auch wenn das bedeutet, Fragen zu stellen, statt sich zu verstecken. Ich bin froh, nicht der einzige Sonderling hier zu sein. Welchen Hausaufgaben weiche ich heute aus? 1. Oktober. Ach so. Ach, das hat hinten angefangen. Ich habe mich schon gewundert wegen dem Monat. Ach so, ja, dann haben wir halt mit der letzten angefangen. Naja. Jetzt macht das natürlich Sinn. Okay, na gut. Was haben wir noch hier drin? Infos zu den Personen. Mein Name ist Max Caulfield und schon als kleines Kind wusste ich, dass ich Fotografen werden wollte und habe die Welt immer durch ein Objektiv betrachtet. So bin ich Teil dieser Welt, aber das aus sicherer Entfernung. Ich fühle mich schon immer zu alten Analogkameras hingezogen als zur digitalen Technik. Ich liebe alle Stile und Techniken, aber der Instant Selfie mag ich am meisten. Ob die Leute mich verspotten, interessiert mich nicht. Ich bin tolle Gesellschaft, wie? Und jetzt bin ich in die Heimat meiner Kindheit zurückgekehrt, um Fotografie an der Blackwell Academy zu studieren. Sogar mit Stipendium. Ich ließ Chloe, meine auf ewig beste Freundin, bis ich wegzog und mich 5 Jahre lang nicht meldete, zurück und es ist so komisch, hier zu sein und sie noch nicht gesehen zu haben. Ich bin jetzt 18 und offiziell erwachsen, fühle mich aber selten weise oder reif. Ich bin bereit, ein ganz neues Leben mit meiner Retro-Kamera an meiner Seite zu beginnen. Mark Jeffers ist nicht nur einer der weltbesten Fotografen, sondern auch mein Lehrer und einer der Gründe, warum ich hierher wollte. Wie oft wird man schon von einer Inspiration betreut? Ich mochte seine Stile schon immer und seine Arbeit in der Werbung ist so vielseitig. Jefferson kann aber auch herablassend sein. Er ist recht cool für sein Alter, aber auch distanziert und manchmal überheblich. Er lächelt so selbstgefällig, wenn er glaubt, recht zu haben. Ich glaube, er will uns darauf vorbereiten, wie hart es ist, Vollzeitkünstler zu sein. Und er scheint meine Arbeiten und Obsessionen mit Analogbildern zu verstehen. Er will wirklich, dass ich ein Foto in diesen Helden des Alltagswettbewerbs einreiche, aber bis jetzt konnte ich es verhindern. Der Gewinner fliegt nach San Francisco, um Blackwell zu repräsentieren und national bekannt zu werden. Es wäre toll, wenn meine Arbeit gut genug ist. Und es ist eine Ehre, dass Jefferson mich so zur Teilnahme drängt. So, die hätten wir jetzt auch schon. So, Episode 1, das spielen wir ja gerade. Wir haben hier die Möglichkeit, schöne Fotos zu machen im Laufe des Spiels. Ich hoffe, wir finden alle. Ich glaube nicht, wir finden alle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Rachel Amber Forever, ein Mann, keine Ahnung, mit Bart, Skateboard, bla 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 und so weiter. Fotos, Football, irgendwas Kaputtes, Sonnenuntergang, Aufgang, Vogel, Wohnmobil. Wir hoffen mal, dass wir das alles finden. Das scheinen die Orte zu sein, oder so. Weiß ich nicht. Details. Ja, gut. Hier ist jetzt nichts weiteres. Außer das Foto, was auch am Tisch liegt. Und wir haben die SMS. Die sind natürlich... Die müssen wir, ne? Da kommen auch immer mal wieder welche rein, glaube ich. Vom Papa. Dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto und gib nicht alles auf einmal aus. Danke, Papa. So. Komm, dann nehmen wir jetzt direkt erstmal die Mama. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. XO. Jo, mit 18 Jahren war es dann jetzt auch Zeit anscheinend, zu verschwinden, wenn auch an den Ort der Kindheit. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte so an sich. Die Kate. Gehen wir hoch. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer, alles klar. Möchtest du später einen Tee trinken? Absolut, ich habe ab 4 Zeit. Bis dann. Das ist jetzt nicht so viel, ne? So, und der Warren. Den Warren, der alte Geek- und Physik-Experte anscheinend. Oh Gott, ich sehe schon. Willst du nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauche Ausreden, um nicht zu lernen. Bitte. Sieh dir auf jeden Fall Necromantic auf meinem Stick an. Mad Max, lass uns den Kram in die Luft jagen. Moment, ich muss für... Warte. In derselben Minute auch noch. Schön. Moment, ich muss für einen Physiktest büffeln. Wenn wir es in die Luft jagen, dann muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Ignoriere diese Nachricht nicht. Eine Minute später, wir haben diese Nachricht scheinbar ignoriert.
und auf nichts geantwortet. Auch nicht an den Tagen zuvor. Ja, ist mir gerade mal wumm. Prolog brauchen wir ja nicht. Ach so, okay. Wir machen einfach weiter. Und lang genug darum gehuschelt. Contrast Frank's stark Americana. I do. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. Ja, mach doch mal. And I have to get my daily selfie quota. Daily selfie quota. Das ist so dämlich irgendwie. Ah ja, guck mal hier. Da sitzt ja die Victoria, Mr. Jefferson. Den Rest kennen wir noch nicht, außer Kate Marsh natürlich. Alles klar. Selfie machen. Sorry, I know. So, if anybody wants to question the portrait as modern narcissist, I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. So, so? Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry. I couldn't resist. Kein Problem. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portrait? Was? Sie fragen mich? Das wusste ich mal. Eigentlich egal, was wir nehmen. Ich dachte, der wäre cool, Alter. Was stellt denn der jetzt so eine Frage? Die kann man gar nicht wissen. Komm, das wusste ich mal. Ausrede Nummer 1. Kennt jeder. I did know, but I kind of forgot. Ja, klar. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. A process that gave portraits a sharp reflective style, like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Ja, halt aus dem Maul, ey. Very good, Victoria. Die Alte ist doch kacke. The Daguerrean process brought out Warum weiß sie das? Faces, making them extremely popular from the 1800s onwards. Kann ich noch eins machen? The first Nein. American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Ich finde das total geil mit diesen Stilen. You can find out all about him in your textbook or even online. Yay. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart your career. Ich bin ja echt gespannt, ob wir da hinkommen, ne? And Alyssa, get it together. Also was mit diesem Fotowettbewerb, ob das klappt. Still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ist doch gar nicht wahr. Jetzt lügst du aber. Jefferson. Alter Junge. So, endlich können wir uns ein bisschen frei bewegen. Da habe ich jetzt echt... Victoria doesn't Lange waste gewartet. A second kissing ass. Ja. Eine blöde Kuh ist es. Wir können ihr Tablet angucken, vielleicht auch durchstöbern, aber wir schauen uns erstmal selbstverständlich alle Nebensachen an, denn das muss einfach sein. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Ja, krass, ich habe kein Wort verstanden. Und ist das ein Gruppenfoto von uns? Sieht so aus. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Ich finde das Bild jetzt eher normal. Finde ich recht. Warren ist da gar nicht drauf, ne? Habe ich da eben irgendwie was verpasst, mich verlesen oder so? Macht der, nee, denn der Physik macht halt irgendwie andere Klasse oder wie? Anscheinend nicht hier mit dem Chor. Es ist aber eine kleine Klasse. Kleine Kasse, ja. Kling. Kleine Klasse, das finde ich super. Gefällt mir. Kleine Klassen sind gut. Hört ihr das? Bildungsministerium, kleine Klassen sind gut. Ein Poster. Popwein. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Ach krass, der ist sogar schon auf einem Magazin. Popwein. Das ist creepy. Punch Club. Egal, anderes Thema. Ist Grunge dead? Yay! Mit den letzten Arbeiten von Mark Jefferson. Cool. Können wir lesen? Ach krass. Ach nee, ist eine Übersetzung. Okay. So blöd sind wir jetzt doch nicht. Ein Drucker! That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Ah, die scheint sich viele, viele Sorgen zu machen, auch was wir eben gelesen haben irgendwie. Ich meine, die ist zwar mittlerweile 18, aber scheint tatsächlich irgendwie doch so ein bisschen
Teenie-Probleme, dass die noch mit drinne spielen. Ne? Der ein oder andere kennt es vielleicht. Aber wir gucken uns erstmal den. Vielleicht können wir ja irgendwann tatsächlich noch diesen Drucker benutzen. Fände ich cool, würde mich freuen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Ja, ist ein Dell, hä? Eindeutig. Nein, Quatsch. Looks like somebody was already working on this. Cool. Neon, wow. Sieht ein bisschen aus wie Photoshop. Und von Photoshop habe ich keine Ahnung und hier deswegen wahrscheinlich auch nicht. Aber es wäre noch cool gewesen, wenn man da hätte was machen können. So ein kleines Minigame, Farben verändern oder so. Da sitzt Kate Marsh, die Arme. Die so traurig ist in letzter Zeit. Notizbuch von der alten Kuh. Jetzt schauen wir da doch mal rein. Even her schoolbooks are gift-wrapped. Ach. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Ja, wenn du Geld hast, wirst du wieder zum 15-jährigen kleinen gemeinen Scheißkind. Können wir vorstellen. Können wir nicht reingucken, schade. Aber das Tablet können wir uns mal angucken. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Ist da ein Apfel drauf? Wenn kein Dell ist, dann ist bestimmt ein Apfel drauf. Wir können es benutzen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass wir es machen können, aber wir tun es. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Für $5,299. Ach du Scheiße. Bla 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 bla. Na 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 na. Ja, das zahle ich da aus dem FF. Hier ist von der Kamera habe ich 3 Stück von der guten GRLT64S. Kennt man doch. Können wir aber nichts weiteres machen, ne? Nee. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so interessant. JPEG-Bilder sind direkt aus der Kamera hochqualitativ, inklusive einem neuen Niveau an Tiefe, Schärfe und Geschwindigkeit. Ja, kann man bei über $5,000, glaube ich, auch erwarten, dass das Ding zaubern kann. Vielleicht kocht es auch noch Nudeln oder irgendwas. Keine Ahnung. Krass. Halt. Nee, okay. Ich dachte, da wäre noch was dazugekommen jetzt. Komm, dann gehen wir mal zu Kate. Erstmal hier zur Papierkugel. Gucken. Now I wish I wouldn't have read this. Was? Purge. Dear Kate, we love your porn video. Blackwell Academy. Ja, haben wir eine Rückseite? Nein. Ach du Scheiße. Krass. Ja, vor allem, weil wir eben gelesen haben, dass sie doch sehr... na, sag, wie heißt's? Religiös ist und so? Mal angucken. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Ja, die Arme, das habe ich eben schon gesagt. Und ich glaube, wir wissen jetzt auch, warum. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Gott, die hat ganz verheulte Augen. Du bist so still heute. Ich hoffe, ich habe dich nicht blamiert. Wir haben doch gar nichts gemacht. Was haben wir denn gemacht? Nee, es geht jetzt mal um sie. Sie scheint echt Probleme zu haben. Ich meine, wenn du gläubig bist und irgendwas mit einem Porno-Video, bin mir ja nicht so sicher. Ich glaube, wir münzen das Ganze mal auf sie. You seem quiet today. Just thinking too much. Kann ich mir vorstellen. Victoria hat bereits gewonnen. Victoria hat hier überhaupt nichts gewonnen. Jetzt sehen wir noch. Willst du auch einen Tee? Gut, sie hatte ja bei den SMS vor einiger Zeit nach Tee gefragt. Vielleicht hat sie ja Lust. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Ach Mann. Ach Mann. Kann ich nochmal mit ihr reden? Ich will irgendwas noch aus ihr rauskriegen. Let's talk later, Max. Ja, ja, ja. Wollen wir jetzt was anderes? Kate looks so sad and quiet today. Schade. Poor thing. Es geht hier draußen. Kann man da... Ah, guck mal hier. Schönes Wetter. Und nichts von irgendeinem Sturm zu sehen. Ach, wir können ans Fenster. Cool. I like this panoramic view of Blackwell. Everything looks so green and serene. Ja, in deinem Tagtraum oder was auch immer das war, sah es ja nicht ganz so schön aus, ne? Aber gut. Markierungen. Was haben wir denn hier? Ah, Rachel Amber Forever. Krass. Wir haben zwar keine Ahnung, wer Rachel Amber ist.
aber das müssen wir doch fotografieren. Hm. This might make a cool shot. Auf jeden Fall. Mach mal ran hier. Dann haben wir unser erstes Foto. Unsere kleine Nebenquest sozusagen, alle Fotos zu sammeln. Und weiter geht's dann auch erst in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich erstmal. Wir haben viel gelesen. Nächstes Mal gucken wir uns bestimmt einfach nur viel an und lesen etwas weniger. Tschö! You set off the alarm. You hella saved my life. Don't ever touch me again! Then I realized I had a choice. Hey, you okay? And the power to change everything. Bang! What the hell? Come on, Slowpoke! If I see you here again, you'll learn all about real trouble. So, what would you do now? Mm-hmm.